Ja, willkommen. Hier geht es weiter mit Bulletstorm. Ja, wir sollen für Ishii eine Funktionszelle, eine Fusionszelle suchen. Was läufst du denn hier? Du verwirrst mich. Ganz links, ehrlich, rechts und... Das war echt eine Scheißidee. Ich ja? Weiß, ich hab uns das alles eingebrochen. Warte, hörst du das? Dieses Beschädigung. Verfluchte Scheiße! Ich schieß dir in die Eier! Du bist echt meine persönliche harte Box. Ja? Nicht nur die Sonne, sondern ein ganzer Regenbogen mit Glücksklee aus Mars. Halt die Klappe, na los, zum anderen Ausgang. Zum anderen Ausgang, na gut. Und rüber! Ding. Den Glücksklee-Arsch rüberschwingen. Oh, habt ihr das gesehen? Der war geladen. Jetzt ist er weg. Au! Auch dahin. Könnt ihr euch beide amüsieren. Was? Die beiden hier? Ja, das ist gut möglich. Und wir rutschen. Au! Und rein ins... Oh, hübsch. Er hat glatt den Kopf verloren. Er auch. Oh. Weg mit dir. Guten Flug. Oh. Habt ihr das gesehen? Wir haben Probleme mit ein paar einheimischen Wilden da. Wir killen sie schon so schnell, wie es geht. Mach schneller, Arschloch. Bring den Job zu Ende. Auch noch unter Druck arbeiten hier. Ist hier eine Höhle? Kann ich hier rein? Kann ich hier rein? Kann ich hier rein? Ah, das kommt erst noch. Ja, looten kann man hier nachher auch. Meine Lieblings... Pisswichse? Oh! Serrano Schiff. Ja, nimm die mal mit. Also ihr habt gesehen, per Anwalt mitfahren oder fliegen ist gefährlich. Oder kann gefährlich sein. Die nehmen noch ein paar Reste. Sind die von unserem Schiff? Ach da. Ich glaube, ich brauche mal Deckung. Brauche nicht mehr. So schön über die Waffen laufen. Das ist immer ganz wichtig. Wissen wir ja. Einer aus Serranos neuem Squad. Der Clown? Oh, was hat er denn da? Das will ich auch haben. Lustig. Ninja? Oh oh. Da hat ihm wohl das Ding nicht geholfen. Final Echo. Die Elite. Die Elite hat mir eigentlich anders vorgestellt, oder? Ich sollte die Echo-Peitsche an mich nehmen. Die Final Echo-Peitsche. Ich dachte, instinktgedämpfte Waffen seien illegal. Waren sie auch. Probieren wir das Ding mal aus. Oh! Aha. Verflucht. Ich kann fühlen, wie das Ding... Geredet. Ganz toll, Boss. Freut mich echt für dich. Und jetzt mach dich nützlich und reiß den Deckel von dieser Büchse auf. Verdammt heiß. Huch. Habt ihr das gesehen? Ja, in der Fusionszelle. Echt? Danke, dass du mich Schwachkopf daran erinnerst, warum wir eigentlich hier draußen sind. Ist hier noch was drin? Nein. Schon wieder zurück? Ach, das ist so schön hier. Guckt mal euch mal an, den blauen Himmel. Da sind so sogar Bäume. Oh, da ist eine Stadt. Da können wir Party machen. Ja, ich komme ja schon. Und jetzt? Jetzt können wir hier lang. Ah. Ich kann mir den Weg freipeitschen. Hier können wir aber jetzt nicht lang. Was ist das für eine Sprache? Ihr kriegt auch Liebe.
Och, hübsch. Mit dem Arsch und die Beine in die Hand. Wir müssen los. Ich mach so schnell ich kann. Oh, das ist Munitionssparen. Ja. Oh, der war schon tot. Der war schon entsorgt. Hier sind wir doch aber gar nicht gekommen von dort, meine ich, von hier. Wo müssen wir jetzt hier lang? Habt ihr das gesehen? Ah, wartet mal. Yippie! Ist nicht weit gekommen. Oh, da ist noch einer. Guck, so klärt man das. Ohne Munitionsverbrauch. Huch! Ach so, wenn die Waffe fallen lassen, haben sie es hinter sich. Ja, diese scharfkantigen Wrackstücke sind gefährlich. Oh, schade. Ah, ich habe mir die Waffe rangezogen. Das geht damit auch. Ich mag die Peitsche. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne vorher auskommen konnte. Oh, er mochte die Peitsche, glaube ich, nicht so. Ist das das Schiff? Ach, wir sind wieder zu Hause. Wie schön. Blutkonserven sind alle. Noch eine Minute, dann ist er erledigt. Habt ihr gehört? Ja, wir sind ja gleich da. Ishii hat echt Glück, dass ich ihn mag. Es gibt nicht viele, für die ich das hier tun würde. Doc kriegt ihn wieder hin, Rel. Du wirst schon sehen. Da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Idioten. Oh, er hat ja schon wieder ein Bein und einen Arm. Und am Kopf hat er auch was. Ich will auch gucken. Klingt, als wären sie schon fast drin. Beeil dich, Doc. Wir kriegen Besuch. Doc! Hinter dir! Sie sind drin! Ich kann nichts machen. Diese Arschlöcher. Diese Schweine hier. Boss, sie kommen durch die Lüftungsschächte. Sie brauchen unsere Hilfe. Komm schon. Gebt mir was, wofür sich zu sterben lohnt. Na los, zeigt mal, was ihr drauf habt, ihr verfickten Schwanzlöcher. Oh. System überlastet. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht so gut ausgegangen. Yeah, you don't fight. Oh, diese Schweine. Huch, wer war das? Ishii? Er hat's überstanden. Die Zeit mit dir Spaß gemacht. Schieß mich! Tu es! So, das war das Spiel. Hat Spaß gemacht. Bis dann, Freunde. Bis zum nächsten Let's Play. Nee. Das erste Kapitel ist geschafft. Genau wie in guten alten Zeiten. Ich glaube, Ishii hat das überstanden. Aha, hier gibt's auch noch Tipps. Okay. Oh, dem Lord Grey geht's gut. Ach nee, der hustet ja gar nicht. Das ist Ishii. Bitte. Der Schmerz. Ishii. Gott sei Dank, du lebst. Gott ist irrelevant. Bitte, hilf mir, irgendwas geschieht. Hör mir zu, Ishii.
Du wurdest bei dem Angriff verletzt. Dort musst du dein Gehirn mit dem Bioprozessor des Roboters flicken. Du musst dich noch daran gewöhnen. Es ist wie eine Amputation. Ich helfe dir. Du willst mir helfen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie du mir helfen könntest. Dein trunkener Rachedurst hat gerade unsere Crew getötet. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Tut dir leid? Ishii, hör mir zu. Überlass dem Bioprozessor nicht die Kontrolle. Das darfst du nicht zulassen. Ich werde dich töten, Gray. Kein logischer Grund spricht dagegen. Doch, dann wäre das Spiel zu Ende. Das ist eine Final Echo Instinktpeitsche. Ja. Ja. Der Kommunikationskanal. Und öffne nun? Ihn. Schalt das Mikro ab. Jawohl. Alle Final Echo Überlebenden Positionen melden. Nishka, hier ist Serrano. Ich bin am Leben. Serrano hat überlebt. Auf einem verdammten Hoteldach fest. Jetzt bewegt deinen hübschen Arsch. Einheimische sammeln sich hier. Und ich sitze in der Scheiße. Alle anderen Echo-Überlebenden auf Tracker umschalten. Meine Position. Ich mache mich auf den Weg zum General. Serrano. Die Kakerlake lebt noch. Das ändert die Lage, Ishii. Selbst wenn du diesen Hurensohn nicht umbringen willst, werden seinetwegen bald Rettungsschiffe hier auftauchen. Berechne jetzt mal unsere Überlebenschance. Kannst du sie aufspüren? Ja, hab sie. Wir finden die kleine Folgen hier zu Serrano und... Wir brauchen den General, um hier wegzukommen. Ihn zu töten ist kontraproduktiv. Ich weiß ja, wie dringend du mir helfen willst. Klar, natürlich. Ich wollte ihn auch gar nicht töten. Wir finden ihn und bringen dich hier weg. Ich kenne ein paar Biotechniker, die dich wieder hinkriegen, Ishii. Ich schwöre es bei meiner Mutter. Wenn ich sterbe, stirbt auch deine letzte Hoffnung auf Erlösung. Vermutlich. Die Energiezelle des Kampfbots ist schwach. Wenn ich sie nicht in 30 Minuten auflade, bin ich tot. Diese Freaks, die uns angegriffen haben, südöstlich von hier ist eine große Gruppe. Da müssten Energiezellen sein. Dann folge ich dir. Ein letztes Mal. Ja, dann wollen wir mal schauen. Huch! Sei vorsichtig. In den Trümmern sind viele explosive Komponenten. Wie die hier? Kannst ruhig Danke sagen. Wir können auch sprinten. Ah, ich soll hier wieder treten. Was war das? Oh, so geht's auf. Noch was Schönes. Nicht nur die Peitsche, sondern... Oh! Ach so, ich hätte hier auch treten können. Kann ich auch noch. Bleib wachsam. Keine Angst, ich pass schon auf. Wie geht es dir? Sind die Schmerzen erträglich? Nein, sind sie nicht. Aber was soll ich machen? Ich muss sie trotzdem ertragen. Ich werde dich hier rausbringen, Ishii. Was ist denn das hier überhaupt für ein riesen Skelettdingen? Einheimische Vögel. Ja. Ich komme ja schon. Ishii, lass uns weiterlaufen. Also grafisch ist das Spiel immer noch gut. Finde ich zumindest. Ich glaube, das ist von 2010. Ich weiß es jetzt nicht genau. Hast du eine Ahnung, was sie hier vor uns sehen, Ishii? Nein, aber sie stammt von der Konföderation. Der Kennzeichnung nach sind die Missionsprotokolle über ein Jahr alt. Ist das ein Kühlschrank? Du weißt also nur, dass Serrano hier irgendeine Scheiße vorhatte. Eine Minibar. Wir gucken mal. Aha, eine Versorgungskapsel. Ein neuer Benutzer. So schnell kann ich nicht lesen. Kampffähigkeitenanalyse. Die Konföderation würdigt beeindruckende Kills als Skillshots. Drücke jetzt N, um die Skillshot-Datenbank aufzurufen und alle Skillshots anzusehen, die möglich sind. Ah. Noch nicht verfügbar. Höhenangst. Herr der Fliegen. Töte einen Gegner, indem du ihn in einen scharfen Metallgegenstand schleuderst. Oha. Das ist so ein Achievement-System oder Belohnungssystem. Ach, ich glaube, da kriegt man Points für. Schieße einen Gegner, töte einen Gegner durch einen Schuss in den Kopf.
Aha, hier kann man auch die Waffen aufpimpen. Und hier ist noch One-Hit-Wonder-Würgegranate. Oh, hier sind noch ganz viele Sachen möglich. Aber das gucke ich mir jetzt nicht alles an. BSAD ist scrollen. V verbleibende Anzeigen. Alle Anzeigen. Es gibt Datenbank verlassen. Boah, das fasse ich nicht. Diese miese kleine Peitsche bewertet meine Leistung. Sie wird gleich eine weitere Gelegenheit bekommen, deine Effizienz zu messen. Wir werden angegriffen. Ja? Super. Aha, guck, jetzt habe ich Skillpunkte verdient. Umweltterrorist. Juli-Puppe, das machen wir doch gleich nochmal. Oh. Verdiene dir 1200 Skillpunkte, habe ich schon. Aha. Führe Skillshots aus, um dir Skillpunkte zu verdienen. Diese kannst du bei den Versorgungskapseln investieren, um dir Waffen, Munition und Upgrade zu kaufen. Verbinde dich jetzt wieder mit der Versorgungskapsel, um Nachschub zu erhalten. Genau, hier bekommt man denn... Guckt, jetzt gehe ich hier rauf. Hier kann ich mir ein erweitertes Magazin kaufen. Achso, mit Space wählt man das aus. Ach nee, hier. Oh, jetzt habe ich... Ja, den Rest spare ich. Munition finden wir ja hier. Escape ist zurück. Und hier kann man dann auch nachher den... Hier kommen auch nachher in den anderen Slots andere Waffen. Die kann man dann nachher mit den Skillpunkten, die man sich verdient, aufpimpen. Hier ist die Datenbank. Hier sind meine Statistiken. Die sind noch... Ja... Nicht so aussagekräftig. Ich habe das in leicht und normal gespielt. So, okay. Na, habt ihr das jetzt auch gesehen? Escape, Escape, Escape. Escape. So. Dann schauen wir mal weiter mit Ishii. Ah, hier sind Kaktrien. Oh, ein mehrstimmiges Geheul. Zerstochen! Ab in den Kaktus! Oh! Ab in den Kaktus! So ist doch schön. Diese Ruhe. Hier gibt's Munition. Deswegen muss man nicht alles kaufen. Muss man ein bisschen zur Seite gucken. Ich habe das Mikrofon mal anders platziert. Ah. Oh, das gefällt mir nicht. Halt durch, das Basislager ist direkt vor uns. Oh, bin ich dicht genug. Oh, das war nicht so gut. Ich gebe zu. Ah, hier gibt's nicht so viele Punkte. Konföderationsbestände. Das ergibt keinen Sinn. Wir sind in den Außenquadranten. Hier gibt es weit und breit keine Kolonien oder Konföderationstruppen. Da schießt noch wer auf mich. Umweltterrorist. Warum eigentlich? Munition kann ich mir auch holen. Habe ich wieder ordentlich Punkte? 2400. Da ist aber noch wer. Na, das Gespiele bringt wohl nicht so viel. Gucken wir erstmal mit der Peitsche. Was es da noch so für lustige Sachen gibt. Ein Kapazitätsupgrade. Das kaufen wir uns doch glatt. Und einmal Munition. Das muss reichen. So. Dann gehen wir mal nach hier. Das hat ja nicht so viel gebracht.
eine schicke Brille. Na? Also man kann auch diese Sache hier kombinieren. Oh, der ist zu weit weg. Und mir geht's nicht gut. So. Normal kriegt man nur 10 Punkte, wenn man sie so normal erledigt, sag ich mal, ohne irgendwelche... Ja, Ishii. Sorry, dass ich nicht in Nostalgie schwelge. Ja, das ist zu verstehen, so wie es ihm geht. Die Konföderation belohnt dich für schnelle Reaktionen in kritischen Situationen mit Skillpunkten. Bereite dich darauf vor, RMT, also rechte Maustaste, festzuhalten, um dir jetzt eine anzusehen. Leertaste weiter. Ich halte. Ach so. Oh, das war zu früh. Ah, da müssen wir hin. Nein, bin ich nicht. Ich bin für nichts dergleichen bereit. Wir haben keine andere Wahl. Komm, Ishii. Wir machen jetzt hier eine Pause. Wir haben jetzt genug gekämpft. Wo bist du überhaupt? Ach, da. Wir machen in der nächsten Folge weiter, Ishii. Bis dann, Freunde. Tschüss.